Willkommen bei Schlesienjournal. Heute sehen Sie bei uns die Reihe Hallo DFK. Wir besuchen den Deutschen Freundschaftskreis in Broschütz. Dort wurde vor kurzem ein neuer Vorstand gewählt. Mit neuen Projekten will der Vorstand auch neue Mitglieder gewinnen. So einiges wurde in den letzten Monaten angeboten. Mitten im Dorf hat der DFK Broschütz seinen Sitz. Regelmäßig füllt sich der Raum mit aktiven Mitgliedern des Deutschen Freundschaftskreises und Freunden der deutschen Minderheit. Der DFK-Vorstand in Broschütz hat in den vergangenen Monaten einen Generationswechsel erlebt und besteht größtenteils aus neuen Mitgliedern. Sie bringen frischen Wind in den DFK und kommen mit neuen Ideen für Projekte. Bewährte Initiativen werden jedoch weiter gepflegt. Eine große Rolle spielen im DFK Jugendliche. All dies wird bei dem Vorstandstreffen besprochen, an dem auch Vertreter anderer Vereine, die im Dorf tätig sind, teilnehmen. Wir wollen in unserem DFK von den Kaffee- und Kuchenveranstaltungen weg und wollen uns ein bisschen mehr seriöseren und attraktiveren Projekten widmen. Und ich denke, dass wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Wir haben zum Beispiel letzten Jahr den Sonntag des guten Buches organisiert, Adventsworkshop, Osterworkshop. Die Broschützer sind kreativ. Unter der Leitung von Eva Magosch haben sich junge Künstler dem triadischen Tanz gewidmet. Es ist eine sehr spezielle Bewegungsform, die die Tanzgruppe Pschetschinek einstudiert hat. 36 Mädchen im Alter von 4 bis 16 Jahren haben die geometrischen Kostüme mitentworfen. Ihre Performance ist ein avantgardistischer Tanz mit abstrakten Kostümen, die Geometrie, Dramaturgie und Choreografie betonen. Es war keine leichte, aber eine innovative Aufgabe. Kinder und Jugendliche sollen so für den DFK gewonnen werden. Unser Ziel ist es, alle Altersgruppen anzusprechen, also nicht nur die ältere Generation, sondern vor allem die Jugendlichen an die DFK zu binden und sie auch zu mehr Aktivität animieren und Jugendlichen, die mittlere Generation, dass das Aussterben des DFK somit aufgehalten wird, weil man hört, dass die Zahl der Mitglieder in vielen DFK schrumpft und dem wollen wir entgegenwirken. Deswegen versuchen wir auch Projekte an die Gruppen zu richten, die bis jetzt noch nicht angesprochen wurden. Eine Reihe von Attraktionen wartete zu Beginn der Sommerferien auf die kleinsten Bewohner des Dorfes. Unter dem Motto Kinderkunsttag feierte die ganze Dorfgemeinschaft. Über Langeweile konnte sich an diesem Nachmittag niemand beschweren. Der Kinderkunsttag wurde in Zusammenarbeit mit den in Broschütz aktiven Organisationen veranstaltet. Dazu gehören die DFK-Ortsgruppe, der Elternrat der örtlichen Grundschule und der Dorfrat. Das ist für mich auch Spaß. Also vor allem ist es Spaß. Ne? Man muss sich hier finden und das als Spaß betrachten und nicht als Arbeit. Weil wenn man sich zusammentrifft, man verbringt die Zeit ganz angenehm. Man kann sich verschiedene Meinungen auswechseln. Und das gibt uns dann auch das, was wir auch wollen, also uns treffen und also uns ein bisschen mehr integrieren. Nicht nur zu Hause sitzen und Fernsehen gucken, sondern auch irgendwo im Dorf sich zu treffen und was Gemeinsames zu machen. Den DFK-Mitgliedern werden das ganze Jahr über zahlreiche und abwechslungsreiche Projekte angeboten. Auch das Angebot für Kinder und Jugendliche ist reich an Initiativen. Von Märchennächten über Samstagskurse, die Jugendbox bis hin zu Musikwettbewerben. Die älteren Mitglieder des DFK Broschütz treffen sich zu Workshops, Ausflügen, Pilgerfahrten und Integrationstreffen zu verschiedenen Anlässen. Es gibt viele Ideen für gemeinsame Freizeitaktivitäten. Za każdym razem, kiedy piszemy wniosek, są nasze pomysły nowe. Nie kopiujemy poprzednich projektów, tylko piszemy, staramy się nasze wprowadzać pomysły. I będziemy po prostu będziemy kontynuować to, co robimy, czyli kluby Malucha, Samstagskursy, Jugendbox, zachęcać młodzież do konkursów, przeglądów. Im Jahr 2008 wurde am Mossatsch, einem Ort in der Nähe von Broschütz, eine Quelle gefunden, an die sich der emeritierte Erzbischof Alfons Nossol aus seiner Kindheit erinnert. Die Dorfbewohner haben das Gelände um die Quelle auf Vordermann gebracht und einen Brunnen mit einer Laube gebaut.
Seit 10 Jahren werden hier am 1. Mai Maiandachten mit Erzbischof Nossol gefeiert. Die Maiandacht in Mosac zieht jedes Jahr zahlreiche Gläubige aus der Region an. Den Ort pflegen die Mitglieder des Deutschen Freundschaftskreises, aber auch andere Vereine helfen mit. Wir sind auch sehr darauf fokussiert, alle aktiven Gruppen aus dem Dorf in die Kooperation mitzunehmen. Also die Freiwillige Feuerwehr, den Dorfrat, die schlesischen Frauen, die Schule mit dem Schuldirektor. Und das gelingt uns sehr gut. Also sehr viele von den Projekten, die wir machen, machen wir mit in Kooperation. Und so entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich denke auch, viele Menschen bekommen dann auch so ein Bild von dem DFK. Und unser DFK ist ein lebendiger, offener und moderner DFK, würde ich mal sagen. Und das, hoffen wir, zieht neue Mitglieder an. Ja. Der DFK Broschütz veranstaltet am 3. August ein Sportfest. Im Veranstaltungskalender stehen auch ein Oktoberfest und ein Weihnachtsmarkt. Alle sind herzlich eingeladen. Und bei uns nun die Infos. Platz für Langeweile haben die Kinder aus Walzen in den Sommerferien nicht. Am 8. Juli veranstaltete der dortige Deutsche Freundschaftskreis einen Märchenabend. Gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin und den Eltern hatten die Kinder die Gelegenheit, die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten, der Gebrüder Grimm, kennenzulernen. Die hat ihnen der Bürgermeister Marek Schmierch vorgelesen. Das Interesse an den Märchennächten ist in der Gemeinde Walzen groß. Mamy 7 kół, tak wszystkie chciały uczestniczyć, chciały mieć nocy bajek, no ale oczywiście tyle miejsc też nie było. W związku z tym wybraliśmy 3 też bardzo aktywne koła, gdzie mogliśmy te bajki przeprowadzić. Pierwsza bajka już jest zrealizowana, czyli była w Kremułowie, no i dzisiaj mamy Walce i Brożec. Jeśli chodzi o poprzednie lata, to bajki zawsze były, jeśli chodzi o bardzo duże zainteresowanie. Na przykład teraz, jak tylko ogłosiliśmy, że będą bajki, no to 15 nam się nagle pojawiła, że bardzo dużo było zapytań, czy możemy więcej osób, czy możemy mieć te 20 osób, bo naprawdę bardzo fajne jest. Dzieciaki są bardzo fajne, są zaangażowane i chcą w czymś takim uczestniczyć. An der Märchennacht mit den Gebrüdern Grimm durften 15 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren teilnehmen. Nach dem Vorlesen besuchten die Kinder 2 Figuren aus dem Märchen. Es wurden Spiele und Wettbewerbe veranstaltet. Und alles auf Deutsch. Elisabeth Kamper, die in die Rolle des Hahns schlüpfte, ist Deutschlehrerin. Sie betont, dass die Geschichten der Gebrüder Grimm sich für die Märchennächte besonders gut eignen. Ich denke mal deswegen, dass die Hauptfiguren in den Märchen irgendwie den Kindern nahestehen. Also es sind meistens tierische Gestalten. Und Kinder sind ja allgemein, ist es ja bekannt, dass Kinder zu den Tieren irgendwie nahe gezogen werden. Oh, und ich denke mal, das ist ja hier der Grund, weswegen diese Märchen sich dafür gut eignen. Nach den Spielen haben die Kinder gebastelt und die Helden der soeben gehörten Geschichte gemalt. Im Programm stand auch eine gemeinsame Übernachtung im Gemeindekulturzentrum. Die Märchennacht ist eine Initiative der SKGD im Oppener Schlesien. Die Miro Deutsche Fußballschule veranstaltete bereits zum 2. Mal in den Sommerferien ein 2-sprachiges Fußballcamp. Das Angebot richtete sich hauptsächlich an die jungen Kicker der Miro Deutschen Fußballschule. Das Fußballcamp dauerte insgesamt 2 Wochen. Zuerst waren die jüngeren Jahrgänge dran, in der nächsten Woche kamen die älteren Fußballspieler zusammen. Biorąc udział w tych koloniach, na pewno zyskują tutaj większe jakby zdolności fizyczne, tak? Bo przede wszystkim ten trening odbywa się 5 razy w ciągu tygodnia. Do tego dołożmy dwie jakby jednostki treningowe. No i chłopacy już mówią, że jest inaczej niż w normalnym systemie dwutreningowym w ciągu tygodnia. Na pewno są bardziej zmęczeni. Ale to tylko na ich plus. Die Fußballeinheiten auf dem Sportkomplex in Kronstau haben professionelle Trainer durchgeführt. Podoba mi się to, że panowie nas tak doszkalają, że lewą nogą i prawą nogą kopiemy. Dlatego, że niektórzy są prawonożni, a niektórzy są lewonożni. Die Fußballspieler trainierten 2-mal täglich. 2-mal täglich gab es auch eine Deutscheinheit. Es ging hierbei unter anderem darum, dass die Kinder sich untereinander besser kennenlernen und den Wortschatz im Bereich Fußball wiederholen. Schließlich wollen die jungen Fußballer sich offene Tore sowohl für die polnische als auch die deutsche Nationalmannschaft sichern. Mamy niemiecki,
i poznajemy się na tym niemieckim, poznajemy wyrazy niemieckie, takie jak na przykład Fußball, Fußballtor. No i na tym niemieckim też się bawimy, że na przykład na pierwszą literę imienia mówimy swoją ulubioną rzecz, na przykład Franek Fußball. Die Miro Deutsche Fußballschule macht bis Ende Juli erstmal eine Pause vom regulären Training. Ab August geht es dann wieder los. Weitere Infos über die Fußballschulen finden Sie auf der unten eingeblendeten Internetadresse. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.